Seit mehr als 10 Jahren scharrt der Opernsänger Clemens Unterreiner, Weltstars der Opern- und Theaterbühnen, um sich, um mit ihnen gemeinsam in der Vorweihnachtszeit zu helfen. Ein Benefizkonzert in der Kirche mit Weihnachts- und Opernklassikern steht dabei alljährlich auf dem Programm. Und gestern Abend war es wieder soweit. In der lutherischen Stadtkirche AB in Wien trafen, lasen und sangen Clemens Unterreiner und seine Ehrengäste zugunsten des Vereins Hilfstöne. Ein Verein, der karitative, soziale und nachhaltige Projekte für Kinder und Jugendliche mit Krankheit und besonderen Bedürfnissen unterstützt. Gesungen wurden Weihnachtslieder und Opernarien. Das sind alles wirklich Bühnenfreunde. Also ich frage wirklich Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich natürlich schon seit vielen Jahren arbeite, wo man sich auch persönlich näher gekommen ist, die man schätzt, wo man sich kennt und wo ich weiß, das funktioniert. Das sind alles Top-Profis und wir haben alle wenig Zeit und wir haben jetzt nicht ewig Zeit, was zu proben. Ich habe basisdemokratisch bestimmt. Also natürlich Vorschläge eingeholt. Ich sehe das Konzert heute Abend wirklich als einen Job an und ziemlich schwierig auch, also dass man immer wirklich den Anforderungen gerecht wird. Er hat das Perlenfischer-Duett sich gewünscht, habe ich gesagt, nein, das ist nochmal gewünscht, habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich aber einen schönen Händel auch mitgebracht. So, somit zeige ich so die barocke bis zur romantischen Spannweite eines Schades. Das ist ja ein traditionelles Weihnachtslied. Das Nicht-Weihnachtslied hängt damit zusammen, dass ich Dmitri Horostowski, der ein Freund war und ein großer Kollege, quasi dieses Nur wer die Sehnsucht kennt, das eins seiner Lieblingslieder war. Das wollte ich ihm eigentlich widmen. Und der Stall war warm und das Kind war sehr schön. Und es fehlte schon fast gar nichts mehr. Also ich meine, für eine gescheite Sache mache ich schon Benefiz, aber nicht so oft. Ich bin wirklich, es klingt furchtbar für einen Schauspieler, ich weiß es, aber ich bin in Pension und genieße das. Genossen haben auch Publikum und Spender. So konnte gestern ein Scheck über 25.000 Euro für die Organisation Hilfstöne übergeben werden.